Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Ein neuer Vorschlag der EU-Kommission sorgt durchaus für Wirbel. Wie grün ist neuerdings Atomenergie? In Österreich kommt das nicht besonders gut an. Und zu dem Thema freue ich mich, Klimaministerin Leonore Gewessler per Zuschaltung begrüßen zu können. Guten Abend, Frau Minister. Sie halten ja diesen Vorschlag unter gewissen Umständen auch Atomenergie als energiefreundlich zu bezeichnen für inakzeptabel. Vielleicht können Sie erklären, was da zwischen der EU-Kommission und Ihnen los ist. Worum geht's aktuell? Die EU-Kommission ist dabei, eine Erweiterung zu machen für ein grünes Label für den Finanzmarkt. Und das kann man sich vorstellen wie ein Bio-Label für die Lebensmittel, wo Bio draufsteht, ist Bio drin, da kann man sich verlassen drauf, das hat eine gesetzliche Basis, das wird überprüft. Genau dasselbe machen wir jetzt für den Finanzmarkt. Das heißt, wenn über einem Fonds, über einem Sparbuch grün draufsteht, dann darf auch tatsächlich nur grüne Projekte, grüne Investitionen drin sein. Und die EU-Kommission hat in einer wirklichen Aktion eine Stunde vor Mitternacht zu Silvester einen Vorschlag gemacht, auch Atomenergie, auch fossiles Erdgas, das CO2 produziert, en masse in diese Taxonomie, in dieses grüne Label für den Finanzmarkt aufzunehmen. Und das ist für Österreich wirklich nicht akzeptabel, weil es geht darum, dass dieses Label glaubwürdig bleibt, dass sich die Menschen in Europa darauf verlassen können, dass wo grün draufsteht, grün drinnen ist, und da hat dann fossiles Erdgas, da hat gefährliche Atomenergie keinen Platz. Und allein schon die Vorgehensweise der Kommission zeigt ja auch, sie ist wohl selbst nicht zur Gänze davon überzeugt, aber wir werden da jetzt auch konsequent weiter dagegen arbeiten. Das heißt, Sie glauben, die EU-Kommission hat so eine Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht, um das ein bisschen untergehen zu lassen, eine Stunde vor Mitternacht zu Silvester? Also wenn man sich das anschaut, der Versand an die Mitgliedstaaten wirklich in der Silvesternacht, der Stunde vor Mitternacht. Wir haben jetzt 12 Tage Zeit, Stellung zu nehmen. Es wird ausgeschlossen, dass die Öffentlichkeit konsultiert wird, also dass es eine öffentliche Konsultation geht. Und da geht es um sehr, sehr weitreichende Fragen. Also insofern lässt die Vorgehensweise allein schon auch Rückschlüsse darauf zu, dass auch die EU-Kommission nicht gänzlich überzeugt ist von diesem Vorschlag. Und wie gesagt, für Österreich ist das einfach kein Weg nach vorne, hier einen Schritt Richtung Greenwashing zu machen. Wir brauchen ein verlässliches Label und nicht, wo durch die Hintertür Atomenergie und fossiles Erdgas legitimiert wird. Das raubt unseren Kindern die Zukunft. Aber Sie wissen, dass das in der EU durchaus ein umstrittenes Thema ist, weil es gibt natürlich Staaten, Tschechien hat es sofort begrüßt, es gibt aber auch Frankreich, andere Staaten, die sehr wohl auf Atomenergie setzen wollen. Wie wollen Sie die überzeugen und was machen Sie, wenn die stur bleiben? Also erster Teil ist, wo die Taxonomie selbst ist keine Entscheidung über die Energieform eines Landes. Frankreich entscheidet für sich, in welche Energieformen sie gehen wollen. Tschechien macht das genauso wie Österreich. Der österreichische Weg ist ganz klar Richtung 100% erneuerbare Energien, weil die sind sicher, die sind ungefährlich, die sind günstiger als Atom und die bringen uns aus der Abhängigkeit von fossilen Energien, weil wir sehen, die steigenden Preise, die wir jetzt haben, das sind steigende Gaspreise, fossiles Erdgas. Wir müssen raus aus dieser Abhängigkeit. Und das steht jedem Land weiter frei. Das hat mit der Taxonomie nichts zu tun. Bei der Taxonomie geht es wirklich nur darum, wo grün draufsteht bei einem Finanzprodukt, muss grün drinnen sein. Und genau das ist der Punkt, um den es jetzt geht. Wir werden uns mit unseren Verbündeten auch auf EU-Ebene gut abstimmen. Deutschland hat sich sehr kritisch geäußert, Spanien, Dänemark, Portugal haben sich schon im Vorfeld mit uns gemeinsam mit Luxemburg gegen die Aufnahme der Atomenergie in die Taxonomie geäußert. Wir werden uns da auch abstimmen. Wir haben aber auch immer klar gesagt, auch der EU-Kommission klar gesagt, wenn sie diese Pläne tatsächlich so umsetzen will, dann werden wir auf Basis eines Rechtsgutachtens, das wir erstellen haben lassen, auch den Rechtsweg beschreiten, werden wir auch Klage einreichen. In der Frage scheinen Sie die Unterstützung Ihres Koalitionspartners zu haben. Da hat auch schon Kanzler Nehammer ausrichten lassen, dass er das auch so sieht. Das heißt, das wird ein geschlossenes Vorgehen der Bundesregierung in dem Fall.
Österreich hat als Land vor 40 Jahren eine wirklich gute und zukunftsweisende Entscheidung gegen die Atomenergie getroffen. Und das ist ein parteiübergreifender Konsens, das eint wirklich alle in Österreich im Nationalrat vertretenen Parteien. Und das ist auch gut und wichtig, weil Sie haben es erwähnt, es gibt viel Gegenwind. Die Atomlobby ist hochaktiv, weil es da natürlich um Milliardeninvestitionen geht. Und deswegen ist es gut, dass wir hier in Österreich so geeint sind in diesem Kampf für zukunftsfähige, gute europäische Politik, die nicht auf Atomenergie setzt. Mhm. Noch kurz zu einem anderen Thema, wo Österreich nicht so geeint ist, also zumindest nicht die Politik der Lobautunnel. Und da hat es ja einen Brandanschlag gegen das Protestcamp gegeben. Das sind Jugendliche, die da protestieren. Wie sehen Sie das? Und wie haben Sie da auch teilweise die politischen Reaktionen darauf empfunden? Ich habe auch am Tag, als das bekannt wurde, sehr, sehr deutlich reagiert. Wir haben die Polizei vermutet hier nach wie vor und ermittelt auch in die Richtung Fremdschulden. Wir haben, das ist eine inakzeptable Tat, die gehört auch aufs Schärfste verurteilt. Und wir haben in Österreich eine gute Tradition von demokratischem Diskurs, von unterschiedlichen Meinungen, von auch intensiven Diskussionen zu den unterschiedlichen Themen. Aber wir führen die immer mit Worten und nie mit Gewalt. Und da gilt es auch wirklich sehr, sehr deutlich zu sein. Mhm. Deswegen auch an dieser Stelle kann ich gleich noch hinzufügen, großes Danke auch an den Innenminister, der hier auch sehr deutlich gesagt hat, er wird die Ermittlungen rasch vorantreiben und hier auch sicherstellen, dass das demokratische Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit gewährt ist. Gut, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, Frau Minister. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.